Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, das hier ist Rosangela Blackwell, das da ist Joey und gemeinsam sind wir Team Ghost Hunters. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall sind wir auf Geisterjagd und damit machen wir jetzt weiter. In der letzten Folge haben wir die... Come on, let's get going. Alright, I'm coming. True. In der letzten Folge haben wir die Countess live gesehen, wie sie direkt vor unseren Augen einen Menschen umgebracht hat und ja... Da gehen wir jetzt mal zur Park Gallery und finden raus, was da jetzt Sache ist. Wie geht's ihr denn hier? Hi, Josie. Rosangela, gosh, what a horrible night. Are you okay? I'm fine. Poor Claude, I had no idea what the show was doing to him. What do you mean? Well, he killed himself, didn't he? Oh, he grumbled a lot, but I thought deep down he liked the attention. Still, at least his work shall live on. Okay, ja, also sie hat seine Arbeit wird weiterleben und sie wusste nicht, wie viel Druck die Galerie auf ihn ausübt. Ja, weil sie halt auch davon ausgeht, dass er sich selbst umgebracht hat. You're keeping the gallery open? Of course. Everything here is completely sold out. Really? That painting behind you? Yesterday, I couldn't give it away. Today, I'm being offered 5,000 for it. That's horrible. That's business, I'm afraid. I feel bad for Claude, but, well, I have debts. I have investors to pay back. Mhm. Und gestern wollte die Bilder keiner kaufen, auf einmal sind sie ganz viel Geld wert. Aha. Da hat's aber, naja, Glück im Unglück. Lucky for you, he died. That's not fair. I've known Claude for years. I liked him a lot. He never felt his work would be seen by anybody. And now people believe his work has value. That's something, isn't it? If you think so. Da keifen sie sich so ein bisschen an. Sie sagen, na, da hast du aber... Glück gehabt, dass der gestorben ist und das findet sie nicht gerecht, denn sie hat ihn sehr, sehr lange gekannt und hat ihn auch wohl sehr gemocht. What will you do with the money? Well, a percentage of it will go to my investors. As for the rest, I don't know. I could sponsor another artist like Claude or I could give it to charity. I'll need to think about it. Naja, und sie fragt sich jetzt gerade, ob sie das Geld, das sie daran verdient, in einen neuen Künstler investiert oder ob sie es der für wohltätige Zwecke spendet. Can I ask you some more questions? I don't think so, Rosangela. I'm meeting with the buyers today, and I have to get everything ready. Naja, okay, und sie hat keine Zeit für uns. Na gut. Bye, Josie. Good luck with, well, everything. Sure, bye. Tja, das hilft uns im Moment nicht so weiter. Dann gehen wir hier nochmal hin. Ach, guck mal, hier ist ja jemand. Hi. Mhm. Ja, wir machen mal Smalltalk. Rotten day to be out, huh? I've seen worse. Oh ja, das ist sehr kommunikativ. Nice mug. Uh-huh. What's written on it? Mind your own business. Der ist nicht so gesprächig. Could I ask you a couple of questions? And who are you, may I ask? Rosangela Blackwell. Nice to meet you. Why do you want to talk to me? Gute Frage. Leuchtturm? I'm curious about the lighthouse. What makes you think I know anything? Irgendwas Unübliches? I'm wondering if anything unusual happened here. Unusual like what? Just anything unusual. I've got nothing to say to you. Naja, der ist nicht so gesprächig. Well, see you around. Uh-huh. Interessanterweise sagt sie ja Nice Mug, also sie spricht auf den genauen Coffee Mug an und ich kann da selber auch draufklicken. Oh, sorry. I was just curious about your mug. Mind your own business. Ah ja, und sie kann also an diesen Mug nicht ran, weil er nicht will, dass sie das sieht. Aber wir sind ja clever und können ja einfach... achso. The mug has a company logo on it. It says Gold Tech? No idea what that is. Zack, Goldtag. Das steht auf einem Kaffeebecher geschrieben, den der Mann im Roosevelt Island Leuchtturm hat. Nicht besonders viel, was keine besonders große Spur, aber ey, ich nehme, was ich kriegen kann. Alles klar, also, zack. Und wieder zurück nach Hause. Das hat mich damals sehr lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, weil ich erstmal gar nicht zum Roosevelt Island Lighthouse zurückgegangen bin. So, Ugel. Ugel, 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 was sagst du denn zu Goldtech? Nicht Golftech. Ente kann ich mal schreiben, so.
John Goldwater, gestorben. Der Körper eines Mannes namens John Goldwater wurde in der Nähe des Roosevelt Island Lighthouses gefunden und sein Vater verbringt sehr viel Zeit dort vor Ort. Aha. Der Mörderer ist immer noch groß im Geschäft. Die Suche geht weiter nach dem Mörderer von John Goldwater, dessen Körper heute beim Roosevelt Island Leuchtturm gefunden wurde, früh in dieser Woche. John Goldwater war der Chefforscher oder der Hauptforscher bei Goldtec, einer örtlichen Medizinforschungsfabrik. John lässt seinen Vater Marty Goldwater alleine, der mittlerweile sehr oft bei der am Ort des Geschehens verweilt. Tja, jetzt wissen wir vielleicht schon, wer der Mann ist. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Yeah, sure. Jetzt haben wir eine gewisse Spur, nämlich dass das der Vater von dem Goldwater-Mann sein könnte. Also wieder zurück. Und nochmal. Probiert. Hi. Mhm. Wir fragen mal nach seinem Namen. Are you Marty Goldwater? Yeah, who are you? Rosangela Blackwell. What do you want? Your son. I heard what happened. You knew my boy? No, but I'm looking into it. You with the police? No, but I'm sort of freelance. Well, you can't do any worse than those worthless cops have. So sure, be whatever you want. Guck. Und jetzt, wo wir ihm sagen, Mensch, wir wissen alles und wir untersuchen so ein bisschen den Fall deines Sohnes, sagt er, ja, Mensch, dann schlechter als die Cops kannst du nicht sein, dann leg mal los. Dann fragen wir erstmal nach seinem Sohn. How exactly was he killed? The newspaper didn't say. His neck was crushed. They said he was choked. But there were no bruises on his neck. I never heard of anything like it. Crushed? Yeah. Do you have any theories of your own? Of course I do. It was his rival company that did it. Lazarus Technology. They did it, but I can't prove it. Mhm. Okay, also sein Nacken war gebrochen, aber er hatte halt keinerlei Druckspuren am Nacken und das ist natürlich ein bisschen komisch. Wie kann man sich den Nacken brechen, ohne dass da irgendjemand sozusagen anfasst? Ja, wir haben natürlich eine Theorie, wie das funktionieren kann, aber naja. Und er sagt, eigentlich war es bestimmt eine andere Firma, nämlich Lazarus Technology. Die waren so eine Art Konkurrenzfirma zu dem, was sein Sohn gemacht hat. Mhm, da fragen wir gleich nach. Have you ever heard of Joseph Mitchell? Didn't he used to write for the New Yorker? Yes. I think I've read some of his work, but it's so long ago I can't remember. Ah ja, und er erinnert sich an Joseph Mitchell, aber eben auch nur entfernt. Das da? Have you ever heard of the Meltzer Foundation? No, I haven't. Schade. Den Rest wird er wahrscheinlich auch nicht wissen, dann fragen wir nochmal nach Lazarus Technology. Why do you think this other company is involved? Look, my boy was a genius. He ran a medical technology firm not far from here, as one of their chief researchers. He was making a device that can improve the efficiency of pacemakers. A real breakthrough, he said. But this other firm, Lazarus, was working on the same thing. It was a real race to see who'd finish it first. He didn't eat, he hardly slept, he poured his life into his work. Then one night he called me to say he had finished. He wanted to celebrate. That was the last time I talked to him. He was killed that night? Yes, and a few days later the device was registered by Lazarus. No justice, none at all. Mhm. Ja gut, da hat er natürlich eine gute Spur. Sein Sohn hat, also es ging um einen Herzschrittmacher und sie wollten den effizienter machen. Und Lazarus und sein Sohn haben gleichzeitig daran gearbeitet und als sein Sohn ihn anrief und sagte, lass uns feiern, ich hab's endlich fertig. In derselben Nacht ist er gestorben und ein paar Tage später hat Lazarus das Ding registrieren lassen. Naja. What brings you out here? None of your business. Okay, Smalltalk macht er aber noch nicht. Well, see you around. Uh-huh. Okay, haben wir wieder eine neue Spur, nämlich Lazarus Technology. Dann wieder zurück nach Hause. Zack, wieder mal Ugel gefragt. Ugel weiß alles. Ugel ist die Lösung zu allen Problemen in The Blackwell Theory. The Blackwell Saga, in diesem Fall Convergence. Lazarus Technology. So. Here we go. Lazarus Technology. Ah ja. Lazarus Technology wurde gegründet, um unterschiedliche Gesundheitsprobleme sich anzusehen und zu untersuchen.
und Technologie zu benutzen, um diese Probleme zu lösen. Für mehr Informationen rufen Sie uns unter blub 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 an. Die schreibe ich mir jetzt nicht auf. Ich hoffe, die merkt sie sich. Okay. Thank you for calling Lazarus Technologies. Please choose from the following options. Na guck. For general information about Lazarus Technologies, press 1. To inquire about our products, press 2. Speak to an operator, press 3. Ah, dann holen wir uns erstmal General Information. Lazarus Technologies is the world's leader in biomedical and biomechanical engineering. We supply research and development to hospitals and clinics throughout the world. Lazarus Technologies is supported by a generous grant from the Meltzer Foundation. Na guck, zufälligerweise hängt da die Meltzer Foundation mit drin, ja denn. If you would like to request a product catalog, please speak to a customer representative. Ah ja, und wenn wir einen Produktkatalog haben wollen, dann naja, okay. You have reached the general office mailbox. Please leave a message and someone will get back to you shortly. Okay, und beim Operator geht auch keiner dran. Die ganzen Optionen sind eigentlich komplett useless, man hätte einfach nur die erste nehmen können. Na gut, egal. Aha, hat der Meltzer also auch noch mit drin. Alright, I'm coming. Dann würde ich sagen, statten wir den noch mal einen Besuch ab. Meltzer, da. Yes. Hi, me again. Go right in. Naja, und dann dürfen wir wieder mit seinem Bruder quaken. I heard you were at the gallery last night. Yes. And you saw what happened? Yes. Wow. Just wow. What would possess a guy to do a thing like that, huh? I don't know. Well, enough doom and gloom. What can I help you with? Der ist erstaunlich fröhlich, nachdem er darüber geredet hat, dass Claude sich umgebracht hat. It looks like the Park Gallery is going to be successful now. Yes, Josie certainly has had her work cut out for her. So do you. Her profits are your profits. Yes, there is that. And all it cost was one man's death. Now that's unfair. Two men dead? That doesn't sound fishy to you. Should it? What kind of men do you take us for? I have sympathy for Frank Lyons, but he died of natural causes. As for the artist, he was obviously unstable. You'll need more evidence than that if you want to convince me of anything. Naja, und er findet es ein bisschen sehr ungerecht, dass wir eben das jetzt anhängen wollen, so ein bisschen. Weil da jetzt zwei Leute gestorben sind, damit urplötzlich diese Firma irgendwie Erfolg hat. Er sagt, naja, komm, der eine hatte halt Gesundheitsissues, der andere war irgendwie geistig krank. Hätte er gerne feste Beweise, bevor wir so eine Anschuldigung vorbringen. Ja, aber es sind zwei Leute tot. Two people have died. Yes, so you said. That doesn't bother you. Neither of those men have anything to do with us. If you're looking for a conspiracy, you're looking in the wrong place. Ja, und er sagt, wenn wir hier nach einer Verschwörung suchen, dann sind wir hier falsch. Fragen wir nochmal nach diesen beiden Sachen. I heard that your foundation gave money to Lazarus Technologies. Oh yes, that was one of our first success stories. Ah ja, und was ist mit John Goldwater? Have you ever heard of a guy named John Goldwater? No, sorry. Mhm. Have you ever heard of a reporter named Joseph Mitchell? That name sounds familiar. He was a reporter for the New Yorker magazine. Hey, that's it. Charlie used to work there. Hey, Charlie, did you know Joseph Mitchell? Everyone knew him, Paul. He was a living legend. A living legend? How about that? Ja, also war der wohl sehr bekannt, aber sein Bruder hat auch bei der New Yorker gearbeitet. Ist auch ganz gut zu wissen. Das brauchen wir alles nicht nochmal. I heard that your foundation... Oh, yeah. Ja, okay, das ist auch nichts Neues. Ah ja, und dann, guck, da ist jetzt eine neue Gesprächsoption aufgeploppt. I learned something interesting about Lazarus Technologies. It rose to success on the shoulders of a murdered man. That's a strong thing to say. It's true. His company was an inch away from beating Lazarus, but then he was killed. Even if this is true. It is true. You can look it up. Even still, I don't see how this is our fault. Let me break it down for you, Paul. Frank Lyons dies, and CubeStar Films become successful overnight. Claude Erdin commits suicide, and now the Park Gallery is selling priceless works of art. John Goldwater dies, and Lazarus Technologies becomes rich and powerful. All these companies are represented by you. Don't you see how this looks? This is a total coincidence. I'm sure of it. Is it? It is. And I'll tell you another thing. I don't like these accusations. I think you should leave. I am going to get to the bottom of this. Maybe you will, but it has nothing to do with us. Now go, before I call the police.
Come on, let's blow and let him stew for a while. Mhm. Ja, ganz so glücklich ist er wohl nicht mit unseren Aussagen. Yeesh. She's crazy. Crazy with teeth. You gotta watch out for women like that, Scooter. Scooter? You haven't called me that since we were kids. Really? Maybe I should start calling you that again. Whatever. Ah ja, witzig. Also erstmal ganz kurz festhalten, die Anschuldigung, er sagt, das ist ein Zufall und er kann da nichts für, obwohl er scheinbar, also er hat gewartet mit diesem, das ist ein Zufall. So ganz sicher war er sich wohl selber auch nicht. Ja, und er hat jetzt gerade seinen Bruder Scooter genannt, das sollten wir uns auch noch merken. Stay put, kid, I'm gonna snoop around. You think we should call the police on her? Why do you want to do that, Scooter? In case she starts nosing around again. If she noses around again, we'll call the police then, not before. Ja, und jetzt reden sie halt so ein bisschen hin und her. Und wichtig ist, dass wir uns... Hey, Scooter, do you have last week's earnings reports? I gave them to you an hour ago. You did? Ah, right. Thanks, Scooter. Und wichtig ist, dass wir jetzt diesen Nickname, den sie jetzt 3-4 Mal gesagt haben, uns merken. Denn, und da müssen wir jetzt ein paar Folgen zurückdenken, warum wir das müssen. Ihr habt ein bisschen Zeit zurückzudenken, warum das wichtig ist. Ich werde nämlich an dieser Stelle kurz einen Cut setzen und dann werde ich euch in der nächsten Runde, in der nächsten Folge verraten, warum es wichtig ist, dass wir an der Stelle nochmal zugehört und aufgepasst haben. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.